Ich möchte mal vorausschicken, dass Holstein Kiel kein neues Geschäftsmodell entwickelt hat, was ja so aussehen konnte, alle 6 Monate engagiert man einen neuen sportlichen Leiter, um ihn dann später gegen Leistung einer Ablöse wieder abzugeben. Das ist nicht das, was wir wirklich wollen, sondern wir würden uns sehr freuen und sind auch sicher, dass wir nun über längere Zeit und auch über lange Zeit mit Ralf Becker zusammenarbeiten. Ich wollte nur loswerden, bevor ich ihm das Wort dann überlasse. Was uns vor allen Dingen überzeugt hatte, war von der Kompetenz abgesehen, dass man deutlich gespürt hat, Herr Becker hat wirklich Lust auf Holstein Kiel. Er brennt drauf, diese Position einzunehmen, hat sich sehr intensiv mit dem Verein vorher beschäftigt, auch konzeptionell beschäftigt. Da steckte also wirklich eine ganze Menge in dieser Bewerbung, was uns dann auch überzeugt hat. Und wir freuen uns drauf. Jetzt gebe ich das Wort weiter an denjenigen, der wirklich was zu sagen hat. Ich habe im Laufe der Rückrunde war wahrscheinlich dann die zweite Hälfte ein Anruf vom Wolfgang Schwenke bekommen, dass sie mich gerne mal kennenlernen würden, dass ich mich mal hier bei Holstein Kiel vorstellen darf. Und das war für mich, das hat mich gefreut, das habe ich mir auch gleich gesagt, dass es eine tolle Sache ist. Und habe mich dann, wie der Tolo das bestätigt hat, erstmal natürlich ein bisschen einarbeiten müssen in das Thema Holstein Kiel, weil die Entfernung von meinem alten Wohnsitz zu meinem neuen Wohnsitz jetzt ja doch nicht gerade die nächste ist. Und von dem her hat man natürlich medial oder so ein bisschen das tiefere Wissen des Vereins nicht so auf dem Schirm gehabt. Und habe mich dann hingesetzt, habe dann einfach den Verein, sagen wir mal, die letzten Jahre so ein bisschen ein Bild gemacht über die Infrastruktur, über die Möglichkeiten, über den Kader, über die Personen, die hier arbeiten. Und habe versucht, meine Vorstellung hier vorzustellen, zu präsentieren, wie ich den Verein sehe, wo ich dann auch hin möchte, was ich auch denke, was hier dann auch realistisch ist, um gemeinsam mit allen Verantwortlichen anzupacken. Und von dem her bin ich froh, dass ich heute hier sitze. Ich habe gleich ein Haus gefunden, weil es ist ja, Herr Tolholz hat es ja auch schon gesagt, das war ja natürlich auch verständlicherweise gleich mal ein Thema. Ich bin verheiratet, habe Kinder, Familie unten und es war ganz klar, dass die Familie nicht hochkommt. Jetzt bin ich erstmal alleine da, um mich einfach auf meinen Job zu konzentrieren. Es war auch, sag mal, organisatorisch wäre das jetzt auch gar nicht möglich gewesen mit Schule und mit allem, aber es ist klar besprochen, die Familie kommt nach. Also ich habe keine Wohnung gefunden, sondern habe mir gleich ein Haus gesucht, damit alle auch direkt am Platz haben. Wo es dann klar war, dass ich hier den Job übernehmen werde, hat man von Anfang an einen sehr guten und intensiven Austausch mit meinem Vorgänger, mit dem Cheftrainer, mit allen Verantwortlichen hier im Verein. Und natürlich war es so, dass ich diese Entscheidung, die Transferentscheidung, dass ich da mitgenommen worden bin, dass ich die letztendlich auch alle abgesegnet habe. Und ich natürlich den einen oder anderen Spieler auch bei meiner Vorstellung als interessanten Neuzugang mal präsentiert habe. Das hat die Sache vielleicht so ein bisschen einfacher gemacht, um da sich auf die richtigen Spieler dann zu verständigen. Aber die wichtigste Arbeit bei diesen Transfers, das muss man ganz klar sagen, wir haben ja natürlich vor meiner Zeit ein gutes Team am Werk gehabt mit dem Chefscout, mit dem Geschäftsführer, mit dem Trainer, die viele, viele Dinge gut vorbereitet haben, und ich wurde da mitgenommen und habe letztendlich die Sachen, weil sie gut vorbereitet waren, dann am Ende auch unterstützt. Also wir werden mindestens den gleichen Etat haben wie letztes Jahr. Das war 3,2 offiziell oder wie? Nein, 3,6 Millionen. 3,6. Also was wir zur Verfügung haben. Alles andere wird man dann sehen, ob man da aufstocken will oder nicht. Aber so gehen wir erstmal in die Vorbereitung in die Runde. Also grundsätzlich ist es immer gut, wenn du eine klare Vorstellung von deiner Spielidee hast. Ja. Was natürlich nicht ausschließt, wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht außergewöhnliche Spieler dazu zu bekommen, gewisse Dinge auch anzupacken. Mhm. Also das ist, kann man das eine oder andere nicht ausschließen, aber man sollte natürlich nicht beliebig eine Spielidee haben. Also du musst schon so einen roten Faden haben, wo du dann sagst, das sind wir, so wollen wir spielen. Immer mit der Möglichkeit, natürlich dann über Qualität oder Kaderplanung gewisse Abstriche zu machen. Ich habe gesagt, Holstein Kiel, wir sind nicht in Spanien, sondern wir sind im Norden. Das heißt, du musst natürlich dementsprechend auch
den Fußball spielen. Die Leute wollen das auch hier sehen. Wir, für mich ist Holstein Kiel ein Verein, von der Lage her, von allem her. Hier musst du einfach im Spiel diese Mentalität spüren. Die ist einfach wichtig, dass solche Themen wie Mentalität, wie Zweikampf immer ein Schwerpunkt hier sein wird. Und das finde ich auch absolut richtig, weil das zur Region und auch zum Verein passt. Es ist im Prinzip genau das, was ich wollte. Also im Prinzip habe ich das ja immer so beschrieben, du bist als Verantwortlicher einer Scouting-Abteilung oder als Leiter NLZ, bist du von mir als, du bist nicht in der entscheidenden Position, du bist Zuarbeiter, du bist so eine Art Co-Trainer in der Funktion und jetzt habe ich die Möglichkeit und das war auch das Ziel, das ich mir dann einfach gesetzt habe, aus der Erfahrung der letzten Jahre, die ich gemacht habe, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, einfach in verantwortungsvoller Position, meine ganzen Erfahrungen dann mit dem Team natürlich einzubringen. Immer im Team, das wird immer ein Thema sein. Das ist vielleicht ganz gut, dass dadurch, dass ich die verschiedenen Bereiche durchlaufen habe, vielleicht auch Dinge erlebt habe, die gut waren, die vielleicht auch nicht so gut waren, und ich mir schon denke, und wie gesagt, das war das ganz klare Ziel, und deswegen bin ich auch froh, hier heute zu sitzen, weil das wollte ich erreichen. Mir hat es ehrlich gesagt gut gefallen, wo ich das erste Mal da war. Ich war jetzt noch nicht drin, habe jetzt gehört, wenn man dann mal ins Stadion geht, dann gibt es vielleicht Bereiche, die nicht ganz so toll aussehen, aber sag mal, bis auf die, auf der einen Seite die Laufbahn noch da ist, fand ich es ganz schluckig. Also es war, wenn ich mir da jetzt 5, 6, 7, 8.000 Leute vorstelle, fertig gebaute Stadion mit einer guten Atmosphäre. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt ein falscher Eindruck war, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht negativ. Wir haben mit der letzten bzw. vorletzten Saison, mit der man eine überragende Runde gespielt hat und dann einfach kurz vor Schluss im Entscheidungsspiel wegen 2 Minuten am Aufstieg dann gescheitert ist, natürlich hat man das verfolgt. Also auch da hat man natürlich Spiele gesehen. Habe dann auch in meiner damaligen Funktion den Carsten Wehmann oft bei verschiedenen Spielen getroffen, man hat sich immer wieder ausgetauscht und so, habe mich immer wieder mal so ein bisschen informiert, was denn da alles so Tolles passiert. Also das war schon so ein Austausch, ohne dass es jetzt so extrem detailliert war. Aber das hat man verfolgt, dass hier nach dem Aufstieg, dann nach dem ersten Jahr des Klassenerhaltes, dass du dann einfach du kamst dann von unten, keiner hat großartig damit gerechnet, auf einmal bist du in so einen Lauf reingekommen und hast einfach eine super Runde gespielt und bist dann am Ende dann leider kurz vor der Zielgeraden im Prinzip dann gescheitert und das dann weiter fortgesetzt. Weiß dann auch jeder Sportler, dass natürlich dann so ein Jahr danach auch immer seine Probleme mit sich bringen, weil wenn eine Mannschaft am Limit spielt und dann vielleicht ein paar Abgänge hat und mental auch so ein bisschen ein kleines Loch dann durch dieses Nicht-Erreichen bekommt oder so, ist ein zweites Jahr, wird das Jahr danach immer schwierig. Und dann sehen wir auch dieses Jahr viele, viele Beispiele, auch bei anderen Mannschaften, dass es dann wirklich dann auch direkt dann gleich nochmal runtergeht oder dass so ein richtiger Absturz ist. Und von dem her würde ich auch sagen, muss man auch diese Saison insofern ein bisschen relativieren, dass es sicherlich nicht vielleicht das war, was man unbedingt wollte, aber aufgrund des Jahres davor muss man das einfach zusammen sehen. Und kann ein gefährliches Jahr danach dann sein. Man muss die Rahmenbedingungen sehen, man darf sich nicht kleiner machen, wie man ist, weil man ist ein wirklich ein guter Drittliga-Verein mit guten Möglichkeiten, wie aber auch andere. Also wir schießen da jetzt nicht irgendwie aus der Decke raus und bewegen uns ganz anderen Bereichen. Da gibt es einen gewissen Bereich von Mannschaften, die sich mit uns da auf Augenhöhe bewegen. Und wenn wir alle, und das muss unser Anspruch sein, alle gut arbeiten, einfach dann vielleicht auch da bewegen, am Limit bewegen, das Optimale rausholen, dann müssen wir einfach sagen, dann müssen wir da die Sache offen angehen. Das wollen wir nächstes Jahr schaffen, das erste Tabellendrittel. Und perspektivisch wollen wir in den 3 Jahren nach oben. Grundsätzlich ist so, dass wir natürlich jetzt in der Kaderplanungsphase sind. Das heißt, wir werden jeden Tag, solange der Transfermarkt auf ist, die Augen offen halten. Wir werden uns Gedanken machen über Möglichkeiten, gewisse Dinge vielleicht noch zu machen. Ich denke auch, dass wir da schon jetzt gut tätig waren, dass wir eine sehr gute Basis haben, was den Kader betrifft und nicht in der Situation sind, dass wir jetzt irgendwo unbedingt irgendwas machen müssen, aus dem Druck oder aus der Panik heraus. Aber selbstverständlich werden wir
haben wir jeden Tag daran arbeiten, bis das Transferfenster geschlossen hat, um den Kader so gut wie möglich zusammenzustellen. Wir haben jetzt täglichen Austausch, regelmäßigen Austausch, und haben uns auch schon vor ein paar Wochen getroffen, auch mehrere Tage zusammensessen, alles durchgesprochen. Also sehr, 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 sehr guter Austausch, und ich denke auch, dass wir da eine gute Basis gegenseitig aufgebaut haben. Und das fängt von der Zusammenarbeit meiner Meinung nach sehr gut an. Das war eben ganz, ganz wichtig für uns als Verein. Gerade wo Uwe ja aus persönlichen Gründen nicht mehr hier bei Holstein ist, dann auch mit Ralf sofort in Kontakt zu kommen und dann auch die sportlichen Themen zu besprechen, sodass man ihn dann auch in die Dinge alle involviert, und das war eigentlich sehr, sehr gut, und so kam eben auch der persönliche Kontakt zu Neitzel eben auch über mehrere Tage einfach zusammenzusitzen und sagen, was hat man hier vor, wie das hat sich dann auch mit Ralfs Vorstellung dann gedeckt, und so ist man dann weiter vorgegangen, und jetzt freue ich mich eben darauf, dass er dann hoffentlich nicht nur ein halbes Jahr, sondern hoffentlich länger mit Ralf hier zusammenarbeiten werden. Und ich sagte es ja schon eingangs, ich finde es klasse, er ist ein kommunikativer Mensch. Wir haben ja hier und da auch schon Berührungspunkte mal gehabt auf Managertagungen, wo wir uns schon mal gesehen haben. Wo man natürlich in dem Fall noch nicht daran gedacht hat, dass er mal hier sportlich verantwortlicher ist. Aber man hat ja schon mal Berührungspunkte und gehabt. Und von daher freue ich mich erstmal auf die Zusammenarbeit und hoffentlich dann auf eine längere Zeit. Ralf, ist noch irgendwas übrig geblieben, was du noch loswerden willst? Nein, ich kann nicht da am Wolfgang mal anschließen. Also nochmal, für mich ist es, ich freue mich auf den Job, ich freue mich auf die Tätigkeit. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir hier alle in der nächsten Zeit erfolgreich arbeiten werden, und hoffe auch, dass wir, kann man immer so einen Austausch haben. Ist mir auch wichtig, nicht nur dann immer die eigene, sondern auch die andere Situation. Jeder hat seinen Job zu machen, jeder hat Bedürfnisse, was seine Arbeit betrifft, und es gibt gewisse Dinge, die werden dann nicht zu diskutieren sein, aber grundsätzlich ist mir einfach wichtig, so einen Austausch zu haben, der dann auf einer Ebene stattfindet, dass man sich auch unterhalten kann, auch wenn es mal nicht läuft oder wie immer. Also es sollte alles, letztendlich machen wir alle unser Ding, und das wollen wir alle so gut wie möglich machen.